Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu IG Kompakt Märkte am Nachmittag. Wir schauen uns natürlich überwiegend die Wall Street an, aber natürlich auch, was der heimische Aktienmarkt DAX aktuell heute so auf die Börsenbühne bringt. Und das ist erst einmal sehr erfreulich. Wir sehen auch, dass mit Ausnahme des Nasdaq 100 die übrigen US-Indizes Dow Jones und auch der marktbreite S&P 500 aktuell im Plus sind. Aber zuerst natürlich der Blick auf den deutschen Leitindex DAX. Und da muss man ganz einfach sagen, mit Eröffnung bzw. Ende des 6. Juli bzw. Eröffnung des 7. Juli, also am Freitag, hat eine saisonal starke Phase begonnen, die sogenannte Juli-Rallye, die bis einschließlich den 23. Juli geht. Und da muss man ganz einfach sagen, ja, der Freitag, der 7., aber auch bislang der heutige Tag sind doch sehr vielversprechend. Wichtig ist natürlich, dass der DAX hier die Unterstützung bei 15.500 erst einmal verteidigt hat. Ja, und wir sehen auch mit 15.699, es geht hier wieder in Richtung des Märzhochs bei 15.709. Das ist auch gleichzeitig hier die Unterseite dieser kurzfristigen Handelsspanne. Natürlich eine Rückkehr in diese Tradingzone wäre äußerst wünschenswert. Ja, aber natürlich erst einmal jetzt der Blick an die Wall Street. Und wir sehen jetzt hier auch den Dow Jones Industrial, der seit geraumer Zeit doch den anderen Indizes in New York so ein bisschen hinterherhinkt. Wir sehen auch, dass wir das fallende Hoch bei 34.264 noch immer nicht so richtig signifikant überwinden konnten. Das heißt also, nach der Zeitregel wäre das so mindestens, sagen wir mal, 3 Handelstage in Folge. Das war bislang nicht der Fall. Aber auch das vorherige fallende Hoch bei 34.517. Daran ist der Dow Jones ebenfalls schon zweimal gescheitert. Aktuell geht es hier wieder einmal um das ehemalige 61,8% Fibonacci Retracement bei 33.759. Das scheint aber heute verteidigt werden zu können. Natürlich Rückenwind gibt es auch hier vom steigenden einfachen 55-Tage-Durchschnitt und dem Aufwärtstrend bei aktuell 33.600. Auf alle Fälle aktuell ist die charttechnische Situation eher neutral und naja, erst über das Hoch bei 34.517 würde mir das jetzt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das heißt, da würde ich sagen, wäre der Dow Jones aus dem Gröbsten heraus. So schlecht sieht es jetzt beim S&P 500 nicht aus. Zwar ist der Ausbruch oberhalb des Hochs bei 4.440 gescheitert. Wir sehen auch hier beim relativen Stärkeindex RSI mit der Einstellung 9 Tage, dass wir schon zu dem Zeitpunkt, aber auch zuletzt überkauft waren. Aber vor allem, was natürlich weitaus wichtiger ist, wir haben hier eine negative Divergenz gehabt. Das heißt, die neuen Hochs oder das neue Hoch wurde nicht durch ein neues Hoch beim Oszillator bestätigt. Allerdings die Gewinn Mitnahmen halten sich in Grenzen. Der exponentielle 13-Tage-Durchschnitt bei 4.403, der hält weiterhin stand. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rücksetzer bis zum Hoch bei 4.325 kommen. Und zu guter Letzt natürlich der Nasdaq, den hatte ich schon im IG-Kompakt-Video heute Morgen kurz besprochen. Der Nasdaq war zuletzt jetzt hier zum zweiten Mal an dem fallenden Hoch bei 15.276 gescheitert. Wir sehen es jetzt hier an die 2 gelben Ellipsen. Da besteht jetzt die Gefahr eines Doppelhochs als Nackenlinie. Das ist ja immer subjektiv. Ich wähle hier als Nackenlinie die Unterseite dieser kurzfristigen Handelsspanne bei 14.215. Allerdings gilt im Grunde auch hier die exponentiellen gleitenden Durchschnitte der letzten 13, 21, 34, 55 Tage, die steigen weiterhin an. Aber wir sehen auch ähnlich oder genauso wie beim S&P 500, wir hatten unlängst hier beim RSI mit der Einstellung 9 Tage eine negative Divergenz. Das heißt, somit war es im Grunde eigentlich jetzt schon fast klar, dass ein Ausbruch nach oben nicht erfolgen konnte. Auch hier gilt,
Ja, es kann weiterhin zu einem Rücksetzer kommen, was aber kein Beinbruch darstellen würde, nämlich hier bis zur oberen Begrenzung dieser kurzfristigen Handelsspanne bei 14.664. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Ich wünsche noch einen sehr schönen und erfolgreichen Nachmittag.